Hallo, liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Wir machen unsere erste Deckbesprechung in Form des Kartenbesprechungsformats, also quasi ein Prototyp. Wir fangen an mit dem Rhino-Drachendruiden. Mal gucken, was passiert. In wenigen Sekunden, bis gleich. Hallöchen, grüßt euch zur ersten Deckbesprechung, wie ich mir das so gedacht habe. Ist ein bisschen früh, weil ich meine, die Meta ist noch nicht komplett eingesessen, deswegen, aber ich dachte, ich wollte jetzt gerne mal so ein Video machen und ich dachte mir, ich suche mir ein Deck raus, wo ich aber irgendwie das Gefühl habe, es ist, glaube ich, so stärketechnisch da, wo ich es mir vorstellen kann und ich glaube, da bleibt es irgendwie auch. Natürlich können sich Dinge durch Nerfs und Buffs verändern, die Meta kann sich verändern, aber ich habe das Gefühl, der Rhino-Druide ist so schon so ein stabiles Deck, was irgendwie, glaube ich, vieles überleben kann und auch irgendwie sich immer so ein bisschen durchsetzen kann. Von dem her glaube ich, ist das ein ganz gutes Deck, womit man mal anfangen kann, um das mal zu gucken. Wie gesagt, es ist ein Prototyp. Ihr könnt gerne Sachen, Hinweise geben. Zum Beispiel, alleine ich hatte zum Beispiel bei der, also ich habe ja dieses Sternesystem, ein Stern schlecht, fünf Sterne gut. Das heißt, ich bin jetzt auch wirklich so geblieben. Mehr Sterne ist immer gut. Das heißt, wenn der Punkt Schwierigkeit fünf Sterne bekommt, heißt das nicht, dass es ein schwieriges Deck ist, sondern dass es ein leichtes Deck ist, weil viele Sterne ist gut. Wenn Kosten viele Sterne bekommt, heißt es nicht, es ist ein teures Deck, sondern es ist ein sehr billiges Deck, weil viele Sterne ist gut. Weil ich es irgendwie doof fand, jetzt irgendwo ist viele Sterne gut und irgendwo ist viele Sterne schlecht. Deswegen wollte ich konstant bleiben. Also das wäre jetzt so meine Idee. Wie seht ihr das? Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich sage ja manchmal, ich tendiere eher zu zwei Sternen, ich tendiere eher zu vier Sternen oder so, also quasi so drei Minus oder drei Plus. Da habe ich überlegt, ob ich den letzten Stern dann blau oder den letzten Stern rot mache. Also um so eine Tendenz zu geben, ich tendiere eher noch ein bisschen nach unten, ich tendiere eher noch ein bisschen nach oben. Habe ich dann nicht gemacht, weil ich dann dachte, ich kann es ja mal irgendwann mal testweise machen, vielleicht, damit ihr es mal seht. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt werden die Sterne am Ende noch rot, jetzt werden die Sterne am Ende noch blau, dann wird es unnötig kompliziert. Und das könnte ich mir auch vorstellen, ist eventuell so. Also ja, es gibt noch so ein paar Sachen, wie gesagt, die mir alleine schon einfallen, wie gesagt, mit dem Sternesystem und überhaupt rot-blau, also könnt ihr auch mal was zu sagen. Und natürlich, ob ihr selber noch irgendeinen Punkt habt, also habt ihr noch irgendeinen Punkt, wonach man so ein Deck noch bewerten könnte. Ich hatte zum Beispiel noch so eine Art Flexibilität oder Flexspot. Also zum Beispiel dieses Deck oder Rhino-Decks allgemein kann man ja ganz leicht umbauen. Also man kann wirklich ganz, ganz leicht hier 1, 2, 3, 4 Karten austauschen. Andere Decks sind ja sehr festgefahren. Also ein Combo-Deck, was aus 30 Karten besteht, da kann man nicht oft nicht viel ändern oder so, weil dann ist das Deck direkt kaputt. Das heißt, also eine Art Flexspot oder Flexibilitätspunkt hatte ich tatsächlich auch noch überlegt, den einzuführen im Sinne von, wie leicht kann man das Deck verändern, ohne es direkt kaputt zu machen, zum Beispiel. Fand ich ganz spannend, habe ich jetzt nicht gemacht erstmal. Aber ja, insofern lasst eurer Kreativität freien Lauf und gerne Feedback, was man anders, besser oder wie auch immer machen könnte, zum Beispiel. Ob ich es dann tue, sei nochmal dahingestellt. Ich bin ja oft natürlich sehr kritikresistent, wie man das so ist. mal schauen. Aber ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Wie gesagt, ich habe hier Stärke, Schwierigkeit, Kosten, Spaßfaktor, Artwork. Das habe ich erstmal genommen. Spaßfaktor, also grundsätzlich gesehen, weiterhin gilt, Leute, ne? Also ich bin hier nicht die Hearthstone-Instanz. Ich habe keine Ahnung. Es ist nett, dass ihr hier seid. Es ist nett, dass ich hier bin. Es ist nett, dass wir miteinander reden, kommunizieren. Wir machen uns einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen. Und haben eine gute Zeit zusammen. Und darum geht's. Quatschen ein bisschen über Hearthstone, quatschen ein bisschen über Decks. Und natürlich kann das Deck falsch bewertet werden. Ihr könnt es viel besser sehen, ihr könnt es viel schlechter sehen. Ihr könnt denken, warum ist denn die Schwierigkeit so hoch? Warum ist denn der Spaßfaktor so gering? Das könnt ihr alles denken, das kann auch alles sein. Wie ja, gerade Spaßfaktor, Artwork, das ist sowieso rein. Subjektiv, objektiv, subjektiv. diese Wörter, ne? Sowieso rein subjektiv. Und bei Schwierigkeit, Kosten, ja gut, das ist halt mein persönliches Empfinden. Da muss man sich halt irgendwie mal so reintasten. Ich versuche die Dinge ja zu erklären. Okay, jetzt haben wir fast 5 Minuten geblubbert und ich habe nicht eine Sache über das Deck. Aber wenn man das erste Video macht, dann muss man, finde ich, auch so ein bisschen zum Punkt kommen. Beziehungsweise so ein bisschen was erklären, denke ich. Ich hoffe, das ist okay. Also, Rhino-Drachendruide. Dieses Deck habe ich mir ausgesucht als erstes Deck, weil ich es für ein sehr, wie gesagt, stabiles Deck halte, welches viele Sachen kann und viele Sachen auch nicht kann. Aber irgendwie ist es ein Deck, was, denke ich, alles schlagen kann. Und darum geht's. Also du hast eine solide, gute Curve, du kannst ziemlich schnell Tempo machen, also gegen Decks wie zum Beispiel den Warlock, also den Azerith-Schlangen-Warlock, der ja jetzt schon genervt wurde, konnte man relativ gut gewinnen, weil du halt Druck gemacht hast. Du hast in den ersten Turns, wie du es als Druide halt meistens machst, mit dem planschenden Welpling, mit Wildwuchs, mit Pflege, mit
dem Sommerblumenkind, das ist zwar kein Ramp, aber du ziehst Karten, die billiger werden. Also du rampst hoch oder du ziehst Karten, die billiger werden. Also in den ersten 2 bis 3, 4 Turns rampst du hoch und machst halt dein Ding. Spielst eventuell natürlich auch schon den ein oder anderen starken Diener, wie zum Beispiel den Bernsteinwelpling oder den Dornenschweifdrachen. Also ne, wenn du keinen Ramp hast, dann musst du halt gucken, was du machst. Aber im Normalfall versucht man ein bisschen was zu rampen. Oder halt möglichst die stärksten Diener, die man auf der Hand hat, aufs Feld zu bringen. Und dann irgendwann Turn 5, Turn 6, wenn man Bestfall dann schon 7 oder 8 Mana hat, also ne, es ist Turn 5, Turn 6, aber man hat schon 7 oder 8 Mana, fängt man dann an mit seinen starken Decks, mit seinen starken Plays, Topior, Reastrasa und so weiter und so fort, dann Druck zu machen und den aufzubauen. Das kann man so machen. Man kann aber auch, wenn du gegen einen Control Priest spielst oder gegen einen Control Worry spielst, wo du weißt, du gewinnst das eh nicht über Druck, dann kannst du natürlich versuchen, ein bisschen Tempo zu machen, aber irgendwann wird das Tempo wahrscheinlich kaputt gehen. Und da musst du versuchen, es über Value zu gewinnen. Und das kannst du halt auch, weil du hast halt Reastrasa. Und Reastrasa gibt dir unendliches Drachen-Value, die dann noch kombiniert mit eventuell dem Foto-Dude, der ist in dieser Version gar nicht drin. Ne? Also man kann das Foto ja machen und dir die ganzen Karten kopieren. Man könnte die andere, die nicht Eona spielen, ich komme gerade auf den Namen nicht, ihr wisst schon, das ist 8 Mana Legendary, was die Hand oder das Board kopiert, könnte man spielen, um noch mehr Value zu machen. Also dieses, das meine ich damit. Diese Fotokarte ist nicht drin, könnt ihr spielen. Diese 8 Mana Legendary, die Hand oder das Board, könnt ihr spielen. ETC ist in diesem Deck nicht drin. Ihr könnt natürlich ETC spielen, um zum Beispiel den Steam Cleaner zu spielen, wenn ihr gegen Todesritter spielt, also gegen Plagentodesritter. Also hier ist eine ganze Menge möglich und wie gesagt, es ist sowohl ein Deck, was eine relativ gute Curve haben kann und relativ viel Druck machen kann, um zum Beispiel gegen solche Decks wie Warlocks zu gewinnen. Genauso gut könnt ihr aber auch relativ viel Value generieren, um zum Beispiel gegen Control Priests, Control Warriors oder ähnliches oder Rhino Paladine zu gewinnen. Also sowohl ein recht gutes Tempo Midrange Deck als auch ein relativ gutes Value Deck hinten raus. Es ist also alles irgendwie mit drin. Win Conditions, wie gesagt, Reastrasa, Rhino in dem Sinne, Topior von mir aus macht relativ viel Value, die ganzen discoverten Drachen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, man kann natürlich noch viel mehr Value reinpacken. Ihr könnt dieses Deck greedy bauen wie Sau. Ihr könnt da noch 3, 4, 5 Win Conditions reinhauen. Dann müsst ihr natürlich damit leben, dass ihr wahrscheinlich gegen Decks, die sehr schnell sind oder Aggro-Decks, natürlich dann dauernd verliert. Aber das meine ich damit. Es ist ein sehr flexibles Deck. Ihr könnt da sehr, sehr viel tun, um es entweder aggressiver zu machen, schneller zu machen oder es value-lastiger zu machen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich dem Deck 3 Stärke gebe, weil genau, und das hier war jetzt der Punkt, ne? Ich tendiere, also hier bin ich wirklich ziemlich genau bei den 3. Ich bin weder, dass ich Richtung 4 gehe, noch, dass ich Richtung 2 gehe. Ich denke, du kannst so gut wie alles schlagen, gerade weil du halt auch mit Rhino kannst du, dann hast du natürlich einen super Board-Clear, der einmal alles wegmacht, gegen zum Beispiel, wenn du gegen Mech-Schurken spielst oder gegen irgendwie solche Decks, wo das gegen Paladine, ja, wenn du gegen Pure Paladine spielst, da sind solche, da ist Rhino super wichtig und da kommt es drauf an, den im richtigen Moment zu spielen. Das ist also allein schon eine Win-Condition in sich. Also Rhino ist schon eine Win-Condition gegen schnellere Decks auch an sich. Natürlich ist es eigentlich nur ein Board-Clear, aber wenn du den im richtigen Moment einsetzt, kann es halt der Sieg sein. Von dem her, genauso gut muss man aber jetzt fairerweise sagen, ja, man kann auch von einem Pure Paladin Turn 4, Turn 5 aus dem Leben gebumst werden, weil man einfach nicht dagegen ankommt. Und genauso gut muss man sagen, wurde ich gestern auch von Rhino-Priestern oder von Magiern, von Rhino-Magiern outcontrolled. Ja, also es gibt Decks, die machen mehr Value und besiegen dich und es gibt Decks, die sind schnell und also genauso so, wie du die schnellen Decks besiegen kannst, indem du es überlebst, genauso wie du Control-Decks manchmal out-tempost, also genauso wie du Control-Decks manchmal out-valuest, genauso kannst du auch voll aufs Maul bekommen oder du wirst out-valued. Es kann halt alles sein und das ist der Punkt. Dieses Deck kann irgendwie alles besiegen, aber es kann auch irgendwie von allen besiegt werden. Ich habe mich gestern zwischen 4000 und 5000 Legend eigentlich die ganze Zeit hin und her bewegt und das zeigt ja auch wieder das Beste. Also ja, natürlich, ich bin auch nicht der beste Spieler. Natürlich kann man dieses Deck also auch besser spielen. Das füge ich immer mit ein, dass ich weiß, dass ich nicht der beste Hearthstone-Spieler bin. Von dem her, wenn ich mich damit zwischen 4.000 und 5.000 bewege, Legend, dann ist das Deck nicht so schlecht. Aber dann zeigt es ganz gut, finde ich, dass es diese 3 Sterne, glaube ich, ganz gut verdient hat. Weil halt, es ist ein Auf und Ab. Mal gewinnt, mal verliert man es. Und irgendwie war aber alles dabei. Ich habe gegen alles verloren, ich habe aber auch gegen alles gewonnen und daher denke ich, diese Dreierstärke schon ganz gut. Schwierigkeit ist natürlich auch sehr subjektiv. Es kann jetzt jemand sagen, und dieses Deck ist natürlich das einfachste Deck der Welt. Ich rampe Turn 2, ich rampe Turn 3, ich rampe Turn 4 und dann
baller ich halt meine teuren Diener aufs Feld. Kann man auf jeden Fall so sehen. Ich persönlich finde Druide immer schon ein bisschen schwieriger, weil Druide ist halt eben genau das. Druide, ne? Ich versuche es ein bisschen aus der Anfängerperspektive zu sehen. Oder ich würde jetzt einem, ich habe gerade mit Harz neu angefangen, welches Deck kannst du mir empfehlen? So ein bisschen aus dieser Perspektive versuche ich es mal zu sehen. Und ihm da jetzt zu sagen, hier hast du Rhino, Drachendruide, mach mal. Du musst halt schon das verstehen, was du tun musst. Du musst verstehen, dass du eventuell im Early Game jetzt diese Ramp-Karten spielst, damit du hochkommst und dann halt hinten raus dann zuschlägst. Also du musst damit leben, dass du eventuell Turn 3, Turn 4, 10 oder 15 Schaden schon mal kassierst, damit du dann loslegen kannst. Deswegen ist zum Beispiel auch Sheriff Fassrand eine ganz gute Karte im Druiden. Denn ja, man macht halt Turn 2, Turn 3, Turn 4 oft wenig, kriegt da ein bisschen Schaden ins Gesicht, rammt da hoch und kann dann mit Sheriff Fassrand versuchen, dann Turn 5, 6 zu überleben, weil man halt schon unter 20 Leben ist. Also das ist tatsächlich, denke ich mal, eine ganz gute Karte für Druiden, weil der Druide ja eher in den ersten Turns ein bisschen ins Gesicht bekommt. Der Krieger zum Beispiel, der direkt die Turn 2, Turn 3, Turn 4 anfängt, Rüstung zu machen, der wird wahrscheinlich nicht so schnell auf 20 Leben fallen. Von dem her Sheriff Fassrand eine relativ gute Druidenkarte, denke ich. Ich habe mich jetzt hier auch für Schwierigkeitsgrad 3 entschieden, also eher Richtung nicht so schwierig, also natürlich auch nicht super leicht, ne? Super leicht wäre 4 oder total easy wäre 5 oder was, keine Ahnung. Es ist also noch im Mittelfeld. Ich denke, am Ende ist es das, du musst halt rampen und dann musst du im Late Game gucken, was du machst, aber du kannst halt wirklich viel machen. Du kannst entweder sehr, sehr viel Druck machen, Druck machen, aber dann gehst du vielleicht all in. Also wenn du zu viel Druck machst gegen einen Priester und der Priester spielt ein AOE und der klärt dein Board, dann war's das. Reastraza, wann spiele ich Reastraza? Kopiere ich sie vorher noch oder spiele ich sie jetzt? Wird sie vielleicht von Rhino vom Board gefegt und dann habe ich sie nicht mehr? Also muss ich sie sofort spielen? Warte ich ein bisschen? Will ich sie irgendwie kopieren? Auch da diese Entscheidung. Also wie gesagt, der Ramp muss passen. Was macht man im Late Game? Wie viel Druck mache ich? Sehr viele Entscheidungen, die man treffen kann. Packe ich den Drachen nochmal rein? Spiele ich den jetzt? Also wir hatten insgesamt, denke ich, hat dieses Deck schon relativ viele Entscheidungen. Druide an sich, würde ich sagen, ist nicht die simpelste Klasse ever. Aber am Ende ist es schon, du rammst, du spielst deine teureren Karten und fertig. Und dann hast du natürlich noch Reastraza, spielst du halt meistens, das Covers halt Drachen, du hast Rhino als Boardclear. Von dem her würde ich sagen, dieses Deck hat schon sehr krasse Feinheiten. Aber es ist jetzt auch kein Deck, und das ist, finde ich, sehr wichtig, es ist kein Deck, wo du machst einen kleinen Fehler und hast direkt verloren. Okay, wenn der im Early Game passiert und du machst wirklich im Early Game einen Ramp-Fehler und dann kann es sein, dass du deswegen verlierst. Also das geht natürlich immer. Am Ende kann jedes Deck wegen einem kleinen Fehler verlieren. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist das jetzt kein Deck, du spielst einmal den falschen Drachen und hast jetzt verloren oder so. Das kann man schon auch wieder ausbügeln oft. Von dem her, ich denke, ein mittlerer Schwierigkeitsgrad ist auch bei dem Deck angemessen. Druide finde ich schon eher immer in der gehobenen Schwierigkeit zu sehen, deswegen... Aber das ist natürlich auch, wie gesagt, das kann jeder völlig anders betrachten. Kosten, da ist tatsächlich nicht sehr viel, also das ist jetzt die Frage, wo setzt man an? Ich habe jetzt so gedacht, Kosten von über 15.000 das und das Deck ist eher so bei 15.5, 15.7. Ist schon eher teuer, also das ist eher ein teures Deck, also deswegen nur 2 Sterne. Es gibt teurere Decks, ich habe einen Rhino-Paladin gesehen, der kostete 27.000 Dust. Also Rhino-Paladin, 27.000 Dust, keine Ahnung, da müssen 15, 20 Legendaries drin gewesen sein. Also es geht teurer, also und ich finde, den einen Punkt muss man sich nach oben noch lassen, dass man sagt, irgendwie ab 18.000, ab 20.000 Dust, dann ist es halt das teuerste Deck ever. Aber ich denke, 15.000 Dust oder über 15.000 Dust, da fängt es irgendwo an, dass man halt den zweiten Stern dann gibt oder vergeben kann. Es ist ein teures Deck, ihr seht, es sind 7 oder 8 Legendaries drin, und man kann noch mehr reinpacken, das ist jetzt der Punkt, ne? Also wie ich habe euch gerade gesagt, ihr könnt das 8 Mana Legendary spielen, was die Hand kopiert, ihr könnt das 3 Mana Foto Legendary spielen, also ob ihr dafür andere Legendaries rauspackt, weiß ich nicht, aber ich sage nur, man kann noch mehr Karten spielen und man kann theoretisch noch andere Legendaries spielen. Also es ist eher ein teures Deck, es kann theoretisch noch teurer werden, von dem her nicht das billigste Deck, was man unbedingt mal eben aus der Portokasse kurz nebenbei craftet. Spaßfaktor habe ich 3 gegeben. Wie gesagt, es ist ein cooles, also allein Drachen. Ich finde Drachen haben, da packe ich vielleicht auch recht bei das Artwork dazu. Das hat mit, also ne, das hat auch, finde ich, mit Spaß bei mir was zu tun. Wie sieht das Deck aus? Wie fühlt sich das Deck an? Du spielst halt Drachen, also du rammst hoch, du spielst dann coole Drachen. Das ist zumindest mal wieder Druide, wie ich ihn mochte oder wie ich ihn selten mochte, nämlich genau so. Ja, er hat Ramp, du hast deinen Wildwuchs, du hast deinen Ramp-Drachen, also du kommst mit dem Mana eher hoch, aber du nutzt das dann, um dann aufs Board zu gehen und halt Drachen zu spielen, die dann versuchen, den Gegner zu besiegen. Nicht, du rammst hoch, um dann Karten zu ziehen, um dann eine Combo zu machen und dann irgendwann Turn 8 oder so zu gewinnen oder ein so ein Play zu machen und dann hast du gewonnen oder du verlierst halt. Nein, hier rammst du hoch, um dann deine Drachen zu spielen. Drachen sind cool, Drachen sehen meistens großartig aus. Ja, Reastraza sieht cool aus.
Fü sieht großartig aus und Fü in der markanten Karte, also wer diesen komischen Fei oder Fü, wie dieses Ding heißt, wer das in markant hat, das, der kann bei dem Artwork fast nochmal einen fünften Stern dazu denken. Also ja, insgesamt ein sehr, sehr cooles Deck, sehr, sehr schöne Optik. Von dem her, und wie Drachen spielen, dann dieses Curve, ne, eine schöne Curve haben, einfach ein solides Deck mit Reastrasa die ganze Zeit Drachen nachentdecken. Das macht schon Spaß. Übrigens möchte ich mal kurz eine Sache vielleicht einfügen, die mich auch ein bisschen gestört hat und die mich fast dazu gebracht hat, dieses Video nicht zu machen. Nämlich, Reastrasa wurde quasi genervt, auch mit dem Hotfix. Also der Hotfix hat ja diese Warlock-Schlange von 4 auf 6 Mana gepackt. Es gab einen Bugfix, also sie nennen es Bugfix, dass Reastrasa mit dem Ei nicht mehr Reastrasa finden kann. Und das tatsächlich macht das Deck schon schwächer. Ich habe wirklich überlegt, kann ich das noch so bewerten, wie ich will? Und ich behaupte ja, ich glaube schon, dass man es noch so bewerten kann, wie ich es jetzt bewertet habe. Aber Reastrasa kann nicht mehr Reastrasa entdecken. Und gerade gegen Value Decks, gerade gegen Rhino Paladin, Rhino Priester, Rhino Mage, also gerade gegen Value Decks, gegen Control Decks, wenn du Reastrasa spielst und der Gegner spielt Rhino und macht dein Ei weg und das war's, und du spielst dann gegen einen Priester oder gegen einen Magier und du hast den nicht irgendwie auf 5 Leben oder so, dann wirst du wahrscheinlich nicht gewinnen, weil woher kommt das Value? Deswegen sage ich, gerade jetzt, wo Reastrasa nicht mehr sich selber discovern kann, muss man eventuell über das Foto oder über eine andere Kopierkarte versuchen, irgendwie Reastrasa öfter bekommen zu können, denn ein Ei kann zu wenig sein. Also ein Ei gegen Priester oder Magier, damit gewinnen zu wollen, das kann zu wenig sein. Und da jetzt Reastrasa nicht mehr sich selber finden kann, es ist schon ein recht großer Nerd. Also es ist ein Bugfix, sie nennen es Bugfix und man kann es auch irgendwie verstehen. Karten sollen sich nicht selber discovern können. Jetzt hätte man sagen können, Reastrasa discovert sich ja nicht selber. Reastrasa discovert das Ei und das Ei discovert dann Reastrasa. Von dem her hätte man sagen können, das funktioniert so. Fakt ist, Reastrasa kann sich nicht mehr selber finden. Ist ein enormer Stärkeeinbruch. Trotzdem würde ich behaupten, man kann immer noch gegen vieles gewinnen oder man kann sich dann andere Dinge suchen oder die Liste verändern. Und ein Spaßeinbruch. Tatsächlich ist das natürlich, weil ich meine, mein Gott, machen wir uns nichts vor, 2 oder 3 Drachen jeden Turn discovern, das ist natürlich das Großartigste und würde das Deck Spaß. Deswegen, vielleicht hätte das Deck Spaßfaktor sogar 4 bekommen, aber jetzt, wo Reastrasa sich nicht mehr selber finden kann, auf jeden Fall nur 3. Denn das war Reastrasa mit Abstand die coolste Karte und dass die jetzt sich nicht mehr selber finden kann, ist zumindest spaßfaktortechnisch auf jeden Fall schon mal ein kleiner Dämpfer. Ich denke, das ist trotzdem noch ein witziges Deck und Reastrasa ist trotzdem noch eine coole Karte. Wenn es von Anfang an so gewesen wäre, dass sie sich nicht hätte selber finden können, hätte man vielleicht damit leben können. Aber wie das so ist, wenn man einmal angefixt wurde, dann weiß man nun mal, wie es war und jetzt wurde es uns weggenommen. Also wir hatten ein Eis, durften 3-mal dran lecken und dann hat es jemand genommen und auf den Boden geschmissen. Wow. Das ist wirklich traurig. Ja, insofern, das muss man wirklich wagen. Daher habe ich hier noch einen kleinen Extra-Punkt auch, den Nerf-Potenzial niedrig. Es ist ja vielleicht auch, wenn man sich so ein Deck baut oder wenn man so ein Deck spielen möchte, wie glaubt man, dass es... gerade jetzt mit dem Reastrasa, das Einzige, was wirklich hätte sein können, ist, dass sie sagen, Reastrasa kann sich nicht mehr selber discovern. Es hätte auch ein Nerf sein können. Es ist jetzt ein Bugfix, das heißt, ne? Und jetzt ist das also auch schon mal von der Welt. Das heißt, ich sehe ganz ehrlich, also zum einen, es ist ein Rhino-Deck. Das heißt, wenn irgendeine Karte genervt wird, sollte irgendeine dieser Karten genervt werden, es ist eine von 30. Oder eventuell, ihr könnt auch mal eine 40er-Version, Leute, ihr könnt auch mal versuchen, eine 40er-Version zu spielen, ne? Auch das kommt noch hinzu. Also eine von 30, eine von 40 wird genervt. Das ist dann ja auch nicht direkt das, der Beinbruch. Außer die einzige Karte, wo jetzt der eine oder andere vielleicht sagen würde, das könnte genervt werden und deswegen ist vielleicht Rhino. Also, und Rhino wäre natürlich eine Karte, wenn die relativ stark genervt werden würde, dass dieses Deck eventuell kaputt machen würde. Ich bleibe aber dabei, Rhino ist nun mal die Highlander-Karte. Wegen Rhino wird Highlander gespielt. Natürlich können sie gerne jetzt Rhino nerven. Dann Rest in Peace, Schamane, Priester, Druide und so weiter und so fort. Also, wo kommen wir da? Also, Rhino ist nicht zu stark. Rhino ist eine sehr gute Karte, wenn der Mann Highlander spielt. Wenn sie den jetzt nerven und sie machen ihn irgendwie kaputt oder so, oder noch schlechter als er, ne, dann braucht man Highlander nicht mehr spielen und dann ist die Erweiterung eigentlich vorbei. Weil warum soll man dann noch diesen... Das ist das Hauptthema irgendwie. Also insofern sehe ich nicht. Ich halte ihn zum einen nicht für zu stark im Kontext mit anderen Dingen. Und zum anderen ist es halt auch der Grund, warum man Highlander spielt. Von dem her, Rhino ist noch das höchste, die höchste Karte, wo man am ehesten denken könnte, vielleicht wird er genervt. Aber insgesamt denke ich, dieses Deck kann viele Karten verkraften, wenn sie einen kleinen Nerf abbekommen würden. Ich sehe nicht, dass sie überhaupt genervt werden. Von dem her ist da, glaube ich, das Nerf-Potenzial eher sehr niedrig.
Das wäre es von meiner einer. Vielleicht noch so ein kleiner Info. Ignis zum Beispiel habe ich nicht gespielt. Ich habe gestern eine andere Version gespielt und da war Ignis nicht drin. Und deswegen sage ich, gegen Priester oder gegen Magier wurde ich outcontrolled, ich wurde outvalued und ich ohne eine zweite Reastrasa ist es Mist. Deswegen glaube ich, Ignis ist eine sehr wichtige Karte, weil Ignis, wissen wir alle, kann halt im Alleingang Games gewinnen. Also Vipern sind gerade nicht super modern, nicht die meisten Leute spielen nicht unbedingt eine Viper oder wenn überhaupt vielleicht eine. Und diese Ignis-Waffe ist nun mal super mächtig. Also eine Waffe, die 6 Achterdiener beschwört oder dir 40 Rüstung gibt, die kann dir halt das Game gewinnen. Das heißt, Ignis, glaube ich, tatsächlich ist eine sehr, sehr wichtige Karte, mit der man dann halt, wenn Reastrasa nicht reicht oder so, dann eventuell mit der Waffe genug Druck machen kann, genug Damage machen kann, um dann halt zu gewinnen. Also Ignis, gerade jetzt mit dem Reastrasa-Nerf, glaube ich, wichtiger geworden, um irgendwie Games gewinnen zu können gegen langsamere Decks. Wollte ich nochmal gerne einwerfen, dass ich glaube, also Ignis habe ich selber nicht gespielt, aber jetzt mit dem Reastrasa-Nerf und mit dem, wie ich es gestern gesehen habe, dass ich teilweise outvalued wurde, glaube ich, sehr, sehr wichtige Karte in diesem Deck, damit man auch die langsameren Games gewinnen kann. Okay, ja, das wäre so meine Einschätzung dieses Decks, so ein kleiner Deck-Talk. Ich denke, so ungefähr können wir den aufziehen. Wenn wir jetzt ein bisschen weniger Intro haben und ich ein bisschen weniger erklären muss, dann gute 15 bis 20 Minuten für so ein Deck. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Ich hoffe, ihr fand es nett. Wir habt gerne Verbesserungsvorschläge oder Änderungen oder einfach nur was, wo ihr denkt, Punkt dazu oder weg oder ne, gerne rein in die Kommentare. Ich lese mir das dann durch und ignoriere natürlich alles. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback und hoffe, euch gefällt das Video ein bisschen. Habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns hier auf YouTube oder auf Twitch. Hallo, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache. Und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und ja, bis dann, Freunde.